Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Katana-Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Katana-Kanal. Heute mal mit einem eher unscheinbaren Produkt aus unserem Shop. Was diese quadratische Holzbox ausmacht und warum sie für Sammler so wichtig ist, das erzähle ich in dem Video von heute. Diese Arten von Boxen werden von Sammlern verwendet, die Zubehör, also das Stichblatt von Samurai-Schwertern sammeln. Innen sieht man diese Polsterung. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich gleich. Ich erzähle erstmal was zur Box selbst. Die Boxen sind aus Paulownia-Holz. Manchen ist es vielleicht auch als Kiri-Holz oder Kiri-Wood auf Englisch bekannt. Dieses Holz ist eigentlich relativ verbreitet inzwischen. Kommt hauptsächlich in Asien vor, aber wird für viele Produkte in Europa auch schon verwendet. Es ist ein sehr leichtes Holz, deswegen wird es zum Beispiel für diese Tiny Houses benutzt, wo auf einem Quadratmeter so ein ganzes Haus gebaut wird. Und bei Surfbrettern kommt es auch zum Einsatz. Die komplette Box wiegt sogar etwas weniger als 60 Gramm. Aber das geringe Gewicht ist nicht der Grund, warum es für Zubehör für Samurai-Schwerter benutzt wird. Eine zweite Eigenschaft des Holzes ist, dass es wenig Feuchtigkeit aufnimmt. Das bedeutet zum Beispiel, dass es relativ wenig Feuchtigkeit von der Luft aufnimmt. Und diese Eigenschaft macht das Holz sehr gut geeignet, um darin Zubehör für Samurai-Schwerter zu lagern. Weil dieses häufig aus Eisen ist und Eisen im Zusammenhang mit Feuchtigkeit und der Luft kann dann rosten. Deswegen macht es in dem Bereich Sinn, so ein Holz zu benutzen, was wenig Feuchtigkeit speichert. Hier im Inneren der Box ist ein Polster eingelassen und für die Öffnung im Stichblatt ist hier so eine Vorrichtung. Darüber setzt man dann das Stichblatt und mit dem Deckel kann das Ganze verschlossen werden. Das Innenmaß von der Box ist knapp 10 cm. Die Box ist quadratisch, also sollte das Durchmesser der Zubehör maximal 10 cm sein. Die Halterung hier in der Mitte ist ca. 6 mm breit. Und ungefähr 2,5 cm lang. Bei manchen Stichblättern ist die Öffnung kleiner, dann lässt sich das Teil hier lösen. Das ist auf zwei Nägeln befestigt und dann kann man es mit einer Feile etwas nachbearbeiten und danach einfach wieder draufstecken. Also wie schon gesagt, ein nützliches Zubehör für Sammler. Wir haben uns jetzt heute hier die einfachste Version von dieser Box angeschaut. Es gibt dasselbe noch mit einem zusätzlichen Kissen, das man von oben drauf legt und darüber den Deckel macht. Dann ist die Zubehör nochmal etwas mehr geschützt. Ähnliche Boxen gibt es auch für anderes Schwertzubehör, also Fujigashira, Menuki, Tsuba Daisho. Alles Mögliche von diesem kleinen Schwertzubehör gibt es eigentlich auch die passende Box von. Wir haben bei uns standardmäßig im Sortiment immer nur diese einfachen Boxen. Alle anderen Arten von Boxen können wir aber auch besorgen. Wir importieren die selbst direkt aus Japan. Wenn man hochwertiges Schwertzubehör hat und das kann dann selbst schon schnell mal ein paar hundert Euro kosten, dann kann es auf jeden Fall nicht schaden für die Lagerung, so eine Holzbox aus Paulownia-Holz zu haben. Das war's schon zu dem Produkt von heute, also dann macht es gut und wir sehen uns beim nächsten Video.